Hallo liebe Zwergianer, heute dreht sich bei mir alles um den goldenen Saft. Nein, es geht nicht um Bier oder irgendwelche Körpersäfte, sondern um das dickflüssige Endprodukt possierlicher Insekten aus der Gruppe der Hautflügler. Es geht um Honig, die Imkerei und die dazu passenden Nebenprodukte als ein spezieller Teil der Nahrungsmittelindustrie. In wenigen Sekunden geht es los, in denen du vielleicht schon mal über ein Like oder ein Abo des Kanals nachdenken könntest. Der Ablauf in dieser Produktionskette ist eigentlich ganz einfach. Als Voraussetzung müsstest du auf deiner Karte nur irgendwo ein bestehendes wildes Bienenvolk haben, was zumeist gegeben ist. Ist das erfüllt, kannst du einen Bienenstock fertigen und aufstellen. Dieser muss dann durch ein bereits vorhandenes Volk bevölkert werden. Ab da an beginnt die Zeit zu laufen. Nach 3 Monaten hast du die Chance, dieses Volk zu teilen und auf einen weiteren Bienenstock auszuweiten, wenn du deine Produktion vergrößern willst, was sich anfangs auch empfiehlt. Nach 6 Monaten entsteht dann eine Bienenwabe und Gelee Royal. Beide können anschließend vom Imker eingesammelt werden. Für das Gelee wird allerdings ein Krug benötigt. Danach kann es bei der Essensherstellung verwendet werden. Aus der Bienenwabe wird mittels einer Schneckenpresse der Honig extrahiert. Auch dafür wird ein separater Krug benötigt. Als Nebenprodukt entsteht dann noch Bienenwachs, welcher beim Handwerker zu weiteren Produkten weiterverarbeitet werden kann. Honig kann dann wieder zu Met weiterverarbeitet werden oder in der Essensproduktion als Komponente einfließen. Wir bauen das Ganze mal im Spiel auf. Beim Craftdorf stellen wir erst einmal den Bienenstock Hive her. Der kann aus Stein oder aus Holz sein. Beim Schmied sind noch Varianten aus diversen Metallen möglich. Auch Glas und Keramik zu verwenden ist möglich, aber wir wollen mal nicht komisch werden. Wenn der Bienenstock fertig ist, kann er mittels Structures, Workshops, Farming, Hive aufgestellt werden. Wichtig ist, dass das draußen geschieht, sonst funktioniert der Prozess nicht. Anschließend wählst du die Option Install Colony when ready. Ein Imker wird ein bestehendes Bienenvolk in den Bienenstock umsiedeln. Sobald sich dieses im Bienenstock befindet, siehst du das an den 10.000 bis 20.000 Live-Honeybees im Bienenstock. Die Anzahl ist übrigens zufällig und beeinflusst die Produktion in keiner Weise. Du kannst jetzt bereits bestimmen, ob du die Bienenprodukte ernten möchtest oder nicht. Das heißt allerdings auch, dass das Volk dabei zerstört wird. Wenn du nicht so viele Bienenvölker auf deiner Karte hast und die Produktion ausweiten möchtest, empfehle ich erst einmal weitere Bienenstöcke aufzustellen und mindestens einen Bienenstock als Backup nicht zur Ernte zu verwenden. Danach geht die Warterei los. Nach 3 Monaten bekommst du im Bienenstock die Meldung Ready to be split. Ab jetzt kann ein weiterer Bienenstock durch diesen mit einem Volk besiedelt werden. Der Split-Status wird dann allerdings auch wieder für 3 Monate zurückgesetzt. Wenn dann 6 Monate lang keine Splittung erfolgte, bekommst du automatisch im Bienenstock einen Honeybee Wax Honeycomb und Honeybee Royal Jelly, also Bienenwaben und Gelee Royal angezeigt. Jetzt wollen wir mal zur Ernte übergehen. Der Craftdorf stellt jetzt erst einmal ein paar Krüge her.
Diese kann der Imker nun benutzen, um das Gelee Royal einzusammeln. Die Waben können auch so transportiert werden. Bienenwaben können in den Finished Goods gelagert werden, mit zugelassenem Wachs und Tools. Honig beim Foodstock Pile unter Animal Extracts als Honeybee Honey, wo man übrigens auch das eben produzierte Gelee Royal findet. Auch wenn hier Bumblebee Honey und Royal Jelly aufgeführt sind, ist es nicht möglich, die entsprechenden Produkte von Hummeln zu bekommen und zu verarbeiten. Die vollen Krüge haben übrigens schon seit längerem kein Bild, was sie im Lager unsichtbar macht. Genutzt werden können sie dennoch ganz normal. Dieser Bug kann mit einem Mod gefixt werden, den ich dir in der Videobeschreibung verlinke. Nachdem dann Gelee Royal und Waben eingesammelt wurden, können diese nun weiterverarbeitet werden. Unter Workshops findest du die Screw Press, die Schneckenpresse für die Extrusion. Hier kann mit dem Task Press Honey from Honeycomb der Honig hergestellt werden, wenn du noch einen leeren Krug übrig hast. Dann erhältst du einen Krug voll Honig und Bienenwachs. Den Honig kannst du jetzt zum Beispiel in deiner Brennerei zum Met weiterverarbeiten. Sowohl Gelee Royal als auch Honig sind auch bei der Herstellung von Mahlzeiten nutzbar. Wenn du die Nutzung allerdings erzwingen möchtest, musst du einen Lagerplatz mit den Zutaten als einzige Quelle für deine Küche zulassen. Aber das ist ein anderes Thema. Das Wachs kann anschließend beim Craft Dwarf Workshop mit dem Task Make Wax Crafts zum Beispiel zu Amuletten, Ohrringen und so weiter verarbeitet werden. Und so kann dann die Produktion ausgeweitet werden, indem man noch einige Bienenstöcke mehr aufstellt. Man darf es damit nur nicht übertreiben, denn ab 40 Bienenstöcken wird die Produktion bereits stark eingeschränkt und ab 60 Bienenstöcken wird nichts mehr hergestellt. Wie du siehst, ist die Imkerei gar nicht so eine große Wissenschaft. Es entstehen dabei auch zwar keine irren teuren Produkte innerhalb der Produktionskette, allerdings ist die Metproduktion, die ich lange Zeit völlig ignoriert habe, immer noch eine Möglichkeit, Getränke zu produzieren, wenn sonst keine Früchte zum Destillieren mehr da sind. Oder eben um weitere Getränkevariationen bereitzustellen oder Bedürfnisse zu erfüllen. Geht es dir denn auch so, dass du die Imkerei bei dir bislang so gar nicht auf dem Schirm gehabt hast? Hast du noch spezielle Wünsche, welche Themen ich in den nächsten Videos bearbeiten soll? Schreib es mir gerne in die Kommentarsektion unter dem Video.
Ein kleiner Hinweis noch am Rande. Ich hatte es ja bereits in einem der vorherigen Videos mal angekündigt, wie ich bei den zukünftigen Videoproduktionen weiter vorgehen könnte. Und ich werde es nun mal mit diesem Video erstmals zweisprachig ausprobieren und es vermutlich zumindest in folgenden Tutorials auch weiter durchziehen und gegebenenfalls ältere Videos mal übersetzen. Mal schauen. Die deutschen Videos werden aber dennoch nicht wegfallen, also keine Angst. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.